So, meine Freunde, moin zusammen. Ich grüße euch zu diesem Video. Herzlichen Dank fürs Einschalten und wir gehen direkt auf die News ein. Und das wird der eine oder andere von euch zum Wochenende mitbekommen haben. Es geht hier um die Berliner Bausenatorin Frau Lompscher. Und das ist eine Politikerin von den Linken, ist seit, ich gucke nochmal ganz genau nach, in ihrem Lebenslauf, 12/2016 Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen in Berlin. Sie war aber auch schon Senatorin für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz in Berlin von 2006 bis 2011. So, und bei dieser Dame ist jetzt rausgekommen, dass sie ja, steuerlich einen Fehlbetrag, so wird es jetzt hier ausgedrückt, von 7.000 Euro circa hat. Das heißt, sie hat Gelder kassiert, eingenommen durch Tätigkeiten, so nenne ich es jetzt mal, und hat dies bei ihrer Steuererklärung nicht richtig angegeben, respektive auch nicht so weit überwiesen. Und das Ganze zieht jetzt ein bisschen mehr Kreise, insofern, dass sie den Rücktritt eingereicht hat. Das ist jetzt gar relativ aktuell. Aber wenn man sich dann die Pressenachrichten dazu anschaut, wer hat das denn rausgekriegt? Woher kommt das denn? Darüber liest man fast gar nichts. Da muss man gezielt nachsuchen. Das Ganze kommt nämlich von der AfD-Abgeordneten. Ich habe es hier rausgesucht. Das ist Christine Brinker, heißt sie. AfD-Finanzexpertin, so wird sie hier betitelt. Und die hatte nämlich eine sogenannte Anfrage gestellt. Und da ist das Ganze erst rausgekommen. Und das muss man wirklich hier lobend erwähnen. Denn das ist Oppositionsarbeit, so wie sie sein soll. Weil sonst, also ich denke mal, das wäre nicht aus ihrem eigenen Interesse oder ihrer eigenen Intention gekommen, dass sie sich jetzt hier dazu bekannt hätte und dann auch den Rücktritt eingereicht hätte. Und aber in Relation muss man das sehen, was sind denn für solche Leute, Senatoren in Berlin, 7.000 Euro? Also ich glaube, da könnte sogar noch mehr hinterstecken, denn wegen 7.000 Euro einen Rücktritt machen? Nein. Aber interessant ist auch, wie jetzt verschiedene Politiker, verschiedene Presseberichte aussehen und auch hier zum Beispiel der Mieterverein von Berlin-Brandenburg sich soweit äußert. Mietverein zollt Lompscher Respekt. Warum zollt man denn jetzt der Person Respekt? Ich weiß nicht, ich bin kein Jurist, ich kann das nicht beurteilen, aber ist das eine Steuerhinterziehung, die gemacht wurde? Und dafür wird jetzt Respekt gezollt, dass man aufgrund dessen zurücktritt? Das finde ich ganz interessant. Vielleicht sollte man mal lieber überprüfen, ob vielleicht auch schon einfach Ruhegelder soweit komplett verdient sind. Ich habe mir nämlich dazu mal hier § 17 Ruhegehalt soweit angeschaut vom Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Senats in Berlin. Und das ist nämlich dann hier soweit § 17 und darin steht wiederum, das Ruhegehalt hat jeder Senator soweit oder jedes Mitglied, das dem Senat angehört hat, Rechtsanspruch drauf, sobald man mindestens 4 Jahre dem Senat angehört hat. Und das hat laut ihrem Lebenslauf hier auf berlin.de die Frau Lompscher ganz genau, denn seit 2016 war sie ja hier Senatorin für Stadtentwicklung und von 2006 bis 2011 auch nochmal Senatorin für Gesundheit, Umwelt und so weiter. Das heißt, dieses Geld wird sie bekommen. Und das beträgt nämlich hier § 3 dessen oder Absatz 3. Das Ruhegehalt beträgt mindestens 27,74 vom 100 der ruhegehaltsfähigen Amtsbezüge mindestens. Ne? Und das steigert sich dann natürlich mit Anteil der Jahre. Und ganz interessant, da steht keine Jahreszahl drin. Heißt das, ist das ein Ruhegehalt, weil, also jetzt permanent oder erst wenn die mit 65 dann, so ist das meine ich, beim Senat in Berlin eigentlich in Rente geht? Ich habe da noch eine andere Nachricht soweit so rausgefunden. Da fehlt mir einfach der investigative Journalismus in der Presse, der so etwas jetzt rausbekommt, der da recherchiert und nachbohrt. Ich habe soweit aber eine andere Nachricht noch gefunden in der Berliner Morgenpost, die ist allerdings schon von 2016. Und da wird nämlich darüber geschrieben, dass hier 26 ehemalige Berliner Senatsmitglieder, die 65 oder älter sind, für ihre Tätigkeit in der Landesregierung durchschnittlich, das heißt einige auch mehr, 4.727 Euro Ruhegehalt im Monat verdienen. 4.727 Euro im Monat. Ich möchte das nochmal festhalten. Ihr könnt eure Meinung zu der Dame und dem Thema jetzt gerne unten reinschreiben. Ich freue mich darauf, lasst uns darüber diskutieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao.